Hallo, liebe Leute, ich habe einen Brief bekommen und zwar von einem Kunden. Auch mal was Schönes. Tada! Was haben wir denn hier? Einen wunderschönen Brief habe ich auf alle Fälle, wie gesagt, bekommen von einem Kunden. Und zwar, der war schon da, als Achim noch hier war, war dieser Kunde bei mir und wollte eigentlich nur ein Rad zur Reparatur abgeben. Aber offensichtlich hat der Achim ganz schön abgeblockt irgendwie und muss ja wieder, Moment, rum mir babbelt. Wohl ein bisschen, der Achim ist ja manchmal so ein bisschen, wie sagt man, also der Kunde fühlt sich oft von ihm vor den Kopf gestoßen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal als Feedback von den Kunden zurückbekommen. Und ja, das ist dann so ein bisschen schade. Deswegen hat die Kommunikation nicht geklappt. Deswegen steht das Rad jetzt schon 2 Wochen da draußen. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich natürlich, ja, auch für den Kunden. Und er hat mir aber einen schönen, er hat mir einen Brief geschrieben. Der Hund um die Ecke hat mir einen Brief geschrieben, weil er mich gerade nicht erreicht. Und hat mir eine schöne Karte hier. Guck mal, vom Wagen, vom Stellmacher. Wagenmacher, Stellmacher. Schön, herrlich. Ja, also das finde ich ja gut, ja. Und da hat er geschrieben, hey Thomas, das Tandem, das du uns verkauft hast, ist super. Ja, der erste Satz. Ich habe Achim gefragt, was ist denn mit dem Tandem da draußen? Hat er ja mal verkauft irgendwie vor einem Jahr oder also in diesem Jahr irgendwann. Ne? Und er meinte, ja, die wollten das wohl zurückgeben. Ja, wollten wir zurückgeben. Wollten sie gar nicht. Das Tandem, das du uns verkauft hast, ist super. Also wenn man erstmal die Kommunikation offen startet, dann bekommt man auch eine vernünftige Antwort. Und daran sehe ich ja Achim leider wieder zu schnell abgeblockt. Also Umgang mit Kunden müssen wir noch üben. Leider hat es bereits einen Defekt an der hinteren Kurbel, wo die beiden Ritzel aufeinandertreffen. Schau dir das bitte einmal an. Das Tandem steht vor deiner Werkstatt. Den Schlüssel findest du anbei. Ruf mich an, wenn du weißt, was zu tun ist. Das machen wir heute. Gucken wir uns an. Aber die Karte ist schon mal geil. Finde ich geil, finde ich genial. Kriegt einen Ehrenplatz hier auf alle Fälle. Ja, weil Post vom Kunden um die Ecke ist schon mal was anderes. Jetzt habe ich Dennis hier mal. Dann habe ich Ringo und Annette habe ich hier. Und jetzt habe ich auch noch den Jörg. Jörg. Ach Mensch, na gut, okay. Ja, klar, da haben wir Wolfgang auch gleich gehabt am Morgen. Den habt ihr jetzt leider nicht miterlebt, aber ist noch nicht so schlimm. Der hat auch nur rumgemeckert. Sind alle ein bisschen am Meckern. Am Toddern. Bei ihm ist es das Übliche, keiner hilft ihm. Alle versprechen nur und keiner macht. Ja, das ist ärgerlich, aber er kommt auch ein bisschen viel mit Anspruch, so einer Anspruchshaltung. Und so einer Rentneranspruchshaltung, in der er erwartet, weil er denkt, dass alle anderen nichts zu tun haben. Also ich kann auch die anderen verstehen, die anderen Leute, die dann sagen, ja, ja, Wolfgang, das ist gut, Wolfgang, machen wir Wolfgang. Und dann eigentlich nur mit dem Ohr zugehört haben, was natürlich auch falsch ist. Man muss ihm dann knallhart sagen, so wie ich das immer mache, du pass auf, schaffe ich nicht und das war's. Der Teig für die Nachbarn, siehst du, da kann ich dem auch gleich noch einen Sattel aufbauen. Dem haben sie ja wieder einen Sattel geklaut, den ich ihm verkauft habe. Ist alles so schlimm, die Welt ist echt so schlimm. Die Welt ist schlimm. Dann mache ich hier einen Hebel. Muss eigentlich hin, oder? Oder muss ich das hier nehmen? Nee, das ist zu frontlastig. Da will ich es nicht einspannen. Hier. Okay. Prost Kaffee. Papa für alle. Ja, meine Tasse zu Geburtstag bekommen von meiner Frau. Mal zum Bericht. Der bin ich. Gut. Auch für einen Wolfgang bin ich noch der Papa. Der Papa hört zu. So, was haben wir denn hier für ein Problem? Also die Tandem, wie gesagt, wunderschöne Tandem, kleine Duett, sind relativ selten, also sie gibt es ab und zu, aber sie sind dennoch relativ selten, ist so ein Stecktandem, ja. Also man kann nicht
auseinandernehmen. Und ja, Unterlagscheibe wäre noch gut hier daran zu machen. Ja, gut. Stecktandem. Mensch, Herrgott. Und wir haben dieses Problem. Nervt gerade akut. Ne, weil das Teil muss natürlich fest sein. Ja, dann muss ich mal schauen, was da jetzt zu machen ist, was da zu machen geht. Also den Effekt habt ihr hier gesehen, ja? Der Zahnkranz nimmt nicht mit. Jetzt, was ich als nächstes mache, ist diesen Keil hier raus. Schutzblech hier vorne zumindest ab. Erstmal hochklappen, damit man hier an den Zahnkranz rankommt zum Runternehmen. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Keil raus, Kurbel ab, Ketten runter und dann sehen wir weiter. Also bitte, schaut einfach zu. Ich weiß es selber nicht, ich habe es selber noch nie auseinandergenommen, dieses System. Elva, Schlüssel. Einlösen. Abdrehen. Super, das hat perfekt geklappt. Das ist genial. Den kann man wahrscheinlich sogar noch mal verwenden. Ja, na super. Okay, also es ist eine verpresste Nummer hier. Viel Zahn. Okay, kann ich schweißen. Es wirklich das Gute ist, man kann es wirklich schweißen lassen. Ne? Also, die Verbindung ist eine Vielzahnverbindung hier drin, beziehungsweise hier ist ein Vielzahn drauf. Da. Und eigentlich ist es nur drauf gepresst, das Teil. Das wird eigentlich hier mit dem Abstandshalter hier, der kommt dann daran. Zack, und dann wird das hier rauf. Zack, und alles wird verstanzt. Einmal kommt eine große Maschine, macht einmal Pock und dann ist es fest. Die hat sich gelöst. Deswegen werde ich jetzt losgehen zu einer Metallwerkstatt und werde dort schweißen lassen. Also, Pedale schrauben wir raus. Nach hinten. Und jetzt gehen wir zur Metallwerkstatt. Jetzt kümmern wir uns noch schnell um den Sattel hier. Und eine passende Sattelstütze. Ich hoffe, ich habe hier noch eine drin. Die alte hier passt. Die nehmen wir, den alten Sattel. Den nehmen wir jetzt erstmal, damit er erstmal was hat und wieder fahren kann. Oh, nur noch kloben und statt einen Schnellspanner eben hier so ein Schräubchen, so ein altes. Jetzt machen wir das alles richtig schön alt wieder, richtig schön schäbig. Das ist auch 13er. Perfekt. Dann schrauben wir das noch fest.
zweite Dubbel. Ja. Hui, ne? Da bin ich wieder. Und ratet mal, was ich dabei habe. Eine geschweißte Kettenradgarnitur zweifach für Duett-Klapprad-Tandem. Geschweißt und verschliffen. In anderen Worten, das müsste jetzt wieder passen. Bin total happy. Gucken wir mal, schauen wir mal. Ich pause mal an. Ja, ich bin total. Manche Sachen klappen auch mal schnell. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Achso, ja. Heiß. Naja, nicht mehr wirklich, aber warm ist es ordentlich noch. Wahnsinn. Ja, super. Okay, jetzt haben wir mit dem Elber erstmal vorgezogen, Elber Steckschlüssel, jetzt kommt noch der Ring, der Maulschlüssel und dann wird noch ein bisschen nachgezogen, aber nicht zu fest. Ja. Jetzt legen wir die Kette wieder auf. Deswegen würde ich auch dringlich immer bitten, alle Leute, okay, wir können gleich hinten die Narbe noch warten. Eiert ein bisschen. Okay, hinten die Narbe warten. Beziehungsweise nachfetten machen wir auch, aber Velostil-Narbe auseinandernehmen und fetten hier, um dieses hier rauszukriegen, das brauche ich jetzt nur wirklich nicht mehr zeigen. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Das mache ich dann mal so, also damit dieses Spiel hier weggeht. Das verharzte. Heieiei.
Okay. Gut, haben wir. Ich bin total happy, jetzt dem Jörg mitzuteilen, das Rad ist fertig, es ist wieder fahrbereit. Er kann damit weiter düsen. Fantastisch. Ich freue mich sehr. Hallo. Gut, das war's von mir hier von der Reparatur. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Mit der Reparatur, es ging nur mit Schweißen und hier ist wirklich nicht viel Platz dazwischen. Seht mal hier zwischen der Abdeckkappe und dem Ritzel. Deswegen musste man das wirklich so flach wie möglich halten. Die Schweißnaht auch wieder abschleifen. So einen kleinen Keil wurde reingefeilt und dann wurde in diesen Kegel sozusagen wurde dann die Schweißnaht reingesetzt. Alles nochmal verschliffen, fertig, aus. Das war picobello, wunderbar. Das Ganze hat jetzt nicht lange gedauert. Immerhin einen Vormittag lang oder so, aber mit zu einer anderen Werkstatt fahren und schweißen dort und ist das schon in Ordnung, kann man das schon mal machen. Das Fahrrad ist fertig, kann abgeholt werden. Ich freue mich sehr.